Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast. Ja, worum geht's heute? Und zwar habe ich mir gedacht, wie wäre es denn mit dem Thema Hobby-Schmetterlinge? Wenn man in diesem Tabletop-Hobby ist, ja, um jetzt mal von meiner Version auszugehen, dem Warhammer-Fantasy-Hobby, dem Mordheim-Hobby, dem HeroQuest-Hobby, dem Amalion-Hobby, ja, da muss ich sagen, ich habe die letzten Jahre, die letzten, Moment mal, 2009 sind wir jetzt bei, doch, ja, bei 12 Jahren jetzt. Seit 12 Jahren, seitdem die alte Welt nicht mehr da ist und davor auch, bin ich eigentlich, und ich glaube, das können so ziemlich beinahe alle von euch hier draußen bestätigen, dass der Balduin seit vielen, vielen, vielen Jahren und das beinahe allen Jahren dem Warhammer Fantasy The Old World Hobby treu geblieben ist. Sicher, es gab mal hier und da ein paar kleine Exkursionen, wobei man jetzt sagen muss, Mordheim ist nicht wirklich irgendwie eine Exkursion, weil das gehört zur Warhammer-Welt. HeroQuest, gut, okay, gehört aber zu einem Fantasy-Brettspiel und seit neuestem halt, sage ich mal, Amalion und Kings of War sind meiner Meinung nach jetzt auch so Figurenspiele im Fantasy-Bereich. Aber so richtig zu 100% fühle ich mich einfach in der Warhammer-Welt am wohlsten. Und da wir ja, wie wir jetzt alle wissen, The Old World bald kommt, also vermutlich im Februar, was ich gelesen habe, die meisten sagen irgendwann im März, ich vermute Mitte Februar nächsten Jahres, da kann ich sagen, es ist schön zu wissen, dass man doch immer wieder bei dem geblieben ist, was man so schätzt, was man so mag. Und dass man auch seine Gefilde nie so wirklich verlassen hat. Ja, also mir persönlich war es immer wichtig, dass ich mein Hobby gemacht habe in dem Bereich, wo ich mich wohlfühlte. Es gab bestimmt die ein oder andere Idee, oh komm, lass uns doch mal das spielen oder 40k, lass mal zocken oder Freebooters Fate und Infinity oder Star Wars Legion. Ja, das waren alles so Sachen, ja, die flammten mal kurz auf und waren auch wirklich begeistert. Aber mir jetzt, sage ich mal, richtige Armeen zu kaufen, Figuren davon zu bemalen und dann halt auch richtig Spiele zu machen, da war dann irgendwie bei mir so ein Stimmchen, nee, eigentlich wollte ich ganz gern meine Warhammer-Figuren bauen und bemalen und mit meinen Hobbyleuts Spiele spielen. Ja, oder Geschichten schreiben in der Warhammer-Welt oder Mordheim oder was auch immer. So, und wenn wir jetzt mal den Blick schweifen lassen, ne? Also jeder für sich überlegt jetzt mal ganz kurz, was er denn schon so alles in unserer Hobby-Nische ja schon alles erlebt hat. Ne? Es gibt ja das historische Tabletop, es gibt das Science-Fiction-Tabletop, Fantasy-Tabletop in allen möglichen Richtungen. Und das ist ja auch alles richtig so. Ja, um Gottes Willen, das soll ich jetzt hier, ich möchte jetzt hier auf keinen Fall irgendeine Lawine lostreten. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ich kenne viele Leute, die sind wirklich Hobby-Schmetterlinge. Die spielen mal das, die spielen mal das. Die kaufen sich auf Spielemessen ein komplettes Set davon und davon und davon und kaufen sich dies und das, bestellen sich das. Dann kommt wieder irgendwas Neues raus. Und im Internet ist dann wieder so ein Crowdfunding und dann so ein Starter-Set und dies und das neu. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, meep, ja,
ich finde es ja einfach nur schade. Ich finde es sehr schade, dass es so viele Menschen gibt, die nicht beständig bei einer Sache bleiben. Die ihrem Hobby keine Tiefe geben. Ich finde, wenn man so ein Hobby viele Jahre lang macht, wenn man sich auf eine Sache fokussiert, sagen wir auf zwei oder drei höchstens, ja, aber wirklich den Fokus sehr eng hält mit dem, was man möchte und mit dem man seine Hobby-Möglichkeiten ausschöpfen möchte. Ja. Hobby-Schmetterlinge und egal, ob du da draußen dich jetzt gerade angesprochen fühlst, ne, weil du denkst, oh ja, ich habe jetzt, was weiß ich, gefühlte 25 verschiedene Systeme, Figuren und Hersteller bei mir in der Wohnung rumfliegen und ich habe nie so wirklich mit irgendeiner Sache durchgezogen. Den kann ich sagen, es ist machbar. Ich kann euch helfen. Der Hüter der alten Welt kann euch helfen. Und ich möchte jetzt hier niemanden dazu überreden, Warhammer The Old World oder Warhammer Fantasy zu spielen. Nein. Ich möchte, dass jeder in sich reinhört, ne? Und sich zum Beispiel fragt, gut, von welchem Spielsystem, von welcher Armee habe ich die meisten Figuren und welche davon interessiert mich am meisten? Richtig in sich reinfühlen. Und es gibt ja natürlich nicht nur diese eine Frage, sondern auch, habe ich Kumpels in der Nähe, mit denen ich das oder das zocken kann? Versucht euch im Klaren zu werden, ihr Hobby-Schmetterlinge draußen. Versucht euch zu fokussieren. Es ist unglaublich heilsam, wenn man sich auf eine Sache konzentriert und die ganzen anderen Sachen, ich rede nicht davon, dass die ganzen anderen Sachen schlecht sind. Nein, die sind ja schon gut. Man hat sie ja nicht umsonst gekauft. Man hat ja mit Begeisterung ordentlich zugeschlagen. Ja, hat das sich auch noch gekauft. So, aber meine Möglichkeit zu helfen für diese Hobby-Schmetterlinge, nehmt euch eine Einheit oder stellt euch eine kleine Armee oder Trupp oder Bande oder was auch immer, egal welches System oder Hersteller, stellt euch das zusammen. Nehmt dann ein Regelbuch oder tauscht euch mit einer Hobbygemeinschaft in diesem Bereich aus. Ja, und fokussiert euch. Versucht, euren inneren Ruhepol zu finden. Findet das System, findet die Figuren, findet die Armee, die euch interessiert, die euch fasziniert, in der ihr sagt, jawohl, da würde ich jetzt meine ganze Energie reinstecken. Wir wissen alle, dass es schwierig ist, sich zu fokussieren. Es kommt immer wieder mal was vor und ein guter Kumpel sagt dann, hier, ich habe das noch gesehen und oh, hier schickt man einen Link und man wird ja bombardiert mit allen möglichen Dingen. Ja? Also das multimediale Netzwerk macht es ja bekanntlich möglich. Der Hüter der alten Welt war viele Jahre lang allein in dieser großen Methalle, wo ganz viele Warhammer Fantasy Spieltische stehen. Und diese vielen Dutzend Tische, die in einem Fackelschein angeleuchtet sind, wo die Figuren, die Armeen auf den Tischen stehen und nur der ein oder andere Besucher kam und man hier und da mal ein Warhammer Fantasy Spiel gesehen hat. Diese Halle war leer und an der Theke gab es auch nicht viel zu tun. Der Hüter der alten Welt hat ein wenig traurig immer wieder gesehen, dass so viele tolle Hobbyleuts Warhammer Fantasy den Rücken gekehrt hatten. Dass so viele ihre Armeen verkauft hatten, verschenkt hatten, das Hobby ganz aufgegeben haben. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich war einfach nur traurig. Ganz am Anfang habe ich aber auch damit abgerechnet. Ich habe gesagt, dann waren es eben keine richtigen Warhammer Fantasy Spieler. Ja, das habe ich am Anfang gesagt und das fand ich ein bisschen ungerecht. Ich meine,
das kennt ihr bestimmt, dass man Dinge mal sagt, die einem später auch irgendwie leid tun. Ja, weil es ist mir eigentlich um jeden Warhammer Fantasy Spieler schade gewesen, der das Hobby nicht mehr weiterverfolgt hat, auf welche Art und Weise auch immer. Und gerade die Hobby-Schmetterlinge, die möchte ich so ein bisschen wachrütteln. Ich möchte sie nicht überreden, jetzt hier The Old World, Warhammer und... Nein, nein, nein. Das möchte ich auf keinen Fall machen. Was ich nur möchte, ist, dass sich jeder Hobby-Schmetterling gewiss sein sollte, wenn er es schafft, sich auf eine Sache zu konzentrieren, in einer Sache vielleicht den einen oder anderen Kumpel zu haben, mit dem man das auch teilen kann, weil das ist unglaublich wichtig, dass man dann es schafft, wenn man sich fokussiert, dass man Zeit, Geld, Muse auf ein einziges Projekt projiziert und damit wirklich was Tolles erschaffen kann. Und ich bin mir ganz sicher, dass jeder Hobby-Schmetterling von euch da draußen, jeder, dass der sich insgeheim wünscht, hätte ich doch endlich mal eine bemalte Armee, einen bemalten Trupp, eine bemalte Bande. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn ihr das geschafft habt, wenn ihr diesen einen Erfolg gemacht habt, dann den nächsten Schritt. Dann holt man sich vielleicht ein Modell dazu oder eine weitere Bande oder einen weiteren Trupp, ein weiteres Regiment, was auch immer. Ja, also, liebe Hobby-Schmetterlinge draußen, fasst euch ein Herz, seid einfach stark und macht euer Hobby. Und es wird euch gut tun. Der Hüter der alten Welt, also meine Wenigkeit. Ich habe im Laufe der letzten 3 Jahre, und das ist jetzt wirklich nicht geschwindelt, ja, ich habe im Laufe der letzten 3 Jahre Figuren, Gelände, Hobbymaterialien bestimmt im Wert von 2.000 oder sogar 3.000 Euro verschenkt, weggeschickt, getauscht, ja, und ich habe jetzt in meinem Keller wieder Platz. Ich meine, ich muss zugeben, dass ich die wahren Juwelen, die waren Diamanten und Saphire und Rubine von den Figürchen natürlich behalten habe. Aber es hat mich befreit. Ich habe mich von so viel altem Hobbykram befreit, den ich in meinem Leben lang nicht mehr baue oder bemale oder auch nicht mehr weiterverfolgen will. Als Beispiel, nur damit ihr so ein bisschen versteht, wie ich das meine. Ich habe von meinem Bruder zum Beispiel vor drei Jahren, habe ich zum Beispiel das Spiel Necromunda bekommen. Necromunda ist auch so ein Warhammer 40.000 Skirmisher, ne? Also ein Scharmützelspiel, einfach in der Warhammer 40.000 Welt. Und das ist auch echt geil. Und ich war wirklich davon angetan. Ich fand das richtig super, so eigene Banden zu machen und die Atmosphäre und Gelände und wow. Ja. Aber ich habe plötzlich festgestellt, dass ich das gar nicht spielen will. Und dass in meiner Hobbygang jetzt auch keine Resonanz darauf kam. Ich habe gedacht, ey, oh, hier, cool, ich habe das Necromunda und ich habe mir das geholt und wow, super. Also ich war, in diesem Moment war ich ein Hobby-Schmetterling. Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Also Warhammer Fantasy war zerstört worden und war so eine Frustphase. Und da bin ich halt als Hobby-Schmetterling einfach mal in Richtung Necromunda geflattert. Gut, war jetzt auch von GW. Aber darum ging es erstmal nicht. Aber weißt du, sich einfach in irgendwas reinstürzen, diese Begeisterung, sich mitreißen lassen. Und ja, da war ich dann. Und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt hast du das Zeug bei dir rumfliegen. Du hast ein halbes Dutzend Banden, du hast diese Hauptbox, du hast das Regelbuch, du hast Gelände, du hast alles, ja.
aber du hast halt keine bemalten Banden und du hast auch jetzt nicht so das Gelände und so weiter. Also es wäre nochmal viel Zeit und Aufwand da reingeflossen für etwas, wo ja ich eigentlich keinen Spielpartner habe. Und dann habe ich dieses ganze Sammelsurium, diesen ganzen Teil von meiner Necromunda-Sache, die habe ich jemandem geschenkt. Und dieser jemand hieß Peer damals und der wusste gar nicht, dass ich das verschenken möchte. Und ich wusste aber, dass er Necromunda irgendwie mag und dass er vielleicht auch den einen oder anderen Bekannten hat, also auch unter anderem mein Bruder. Ne? Und ihm habe ich das einfach geschenkt. Einfach so, weil ich wusste, dass er bestimmt mehr damit anfangen kann als ich, weil er auch Warhammer 40.000 spielt. Also generell waren Warhammer 40.000 Spieler eher so der Ansprechpartner für Necromunda. So. Und er hat sich einfach nur gefreut. Und ich habe gesagt, ich möchte dafür auch gar nichts haben. Nur gesagt, vielleicht habe ich mal das ein oder andere, was ich vielleicht gebrauchen könnte oder so, und dann kannst du mir helfen, das dann irgendwie zu bekommen. Aber jetzt niemals in dem Verhältnis, wie zum Beispiel das Necromunda jetzt. Also Geld zum Beispiel ist für mich nie ein Thema. Hobby ist bei mir irgendwie, gut, du willst das und das haben, kannst du mir irgendwas zum Tauschen anbieten oder so. Das ist, ich sag mal, zu 99%. Strebe ich es eigentlich an, Dinge zu tauschen. Und nur ab und an mal sage ich, gut, was weiß ich, das und das und das, wenn mir das jemand abkaufen will, dann halt auch wirklich für einen absolut fairen Preis, beziehungsweise Preise, die damals im Laden, sage ich mal so, ausgepreist waren. Ja, also, was weiß ich, die Box Freischärler als Beispiel, die ich habe, ja, die hat damals 30 Euro gekostet und die würde ich heute auch nur für 30 Euro verkaufen, weiterverkaufen, als Beispiel. Ich weiß natürlich, dass diese Box mittlerweile halt wesentlich mehr Wert hat auf dem Schwarzmarkt, sage ich mal, ja, auf dem, bei eBay zum Beispiel. Das sind ja horrende Preise, die da mittlerweile die Freischärler des Imperiums bekommen. Aber das mache ich nicht. Das bin ich nicht. Ich bin Balduin, der Hüter der alten Welt. Und wenn ich schon was verkaufe, dann zu einem sehr fairen Preis und nicht irgendwie, weil man das irgendwie bei eBay nochmal für 300 Euro verticken könnte oder sowas. Weil um Geld geht es mir nie. Als Hüter der alten Welt möchte ich, dass wir diese Hobbygemeinschaft, die wir gemeinsam haben, dass die blüht und gedeiht und dass wir gemeinsam unser Hobby machen. Dass du da draußen, du der Hobby-Schmetterling, der gefühlte 20 verschiedene Spielsysteme von 20 verschiedenen Herstellern bei sich zu Hause rumfliegen hat, dass der sich fokussiert. Aber jetzt kommt bestimmt im selben Atemzug die Frage, ja, wo soll ich, also wenn ich mich jetzt fokussiert habe, was mache ich denn bitte schön mit meinem ganzen Rest? Ja, ich möchte nicht wissen, wie es bei manch einem Hobby-Sammler zu Hause aussieht. Ja, da stapeln sich manchmal, glaube ich, in den Regalen stapeln sich die Kisten und Boxen und Bits, Gussrahmen und sowas. Und nicht selten rollen dann auch meistens die Frauen zurecht mit den Augen. Und denken sich, so viel Kram und noch mehr Kram. Und ne? Also sich einfach dessen bewusst sein. Und da kann ich als Hüter der alten Welt aus eigener Erfahrung sprechen. Und das ist jetzt nur, wie gesagt, ein gut gemeinter Rat. Packt alles andere zusammen. Natürlich ist den Mal- und Bastelkram natürlich nicht, ne, weil braucht er ja noch. Ne? Aber was jetzt so figurentechnisch ist, ja, sortiert erstmal aus, schaut euch eure Projekte an, die ihr machen möchtet. Und dann räumt den ganzen Kram einfach weg.
holt euch 5, 6, 7, 8 Umzugskartons und packt das einfach alles mal weg. Ich weiß, ich glaube, die wenigsten von euch haben die Möglichkeit, das Zeug auch wirklich zu lagern. Wohlgemerkt, es ist nur eine Herangehensweise, sagen wir es mal so. Und dann seht ihr zu, dass ihr den ganzen Krempel einfach loswerdet. Der Hüter der alten Welt, also ich habe das so gemacht, ich habe immer gesagt, so, ich brauche den ganzen Kram nicht. Ich packe hier alles in so eine, ja, einen Karton, alles reingestopft. Habe gesagt, so, du gibst mir 100 Euro und dafür kriegst du den ganzen Kram, der hier in diesem Karton drin ist. Und sehr oft war das halt alles so Ware im Wert von zwischen 200 und 250 Euro. Also ich bin den Kram losgeworden, ich habe 100 Euro bekommen, um mein Hobby zu finanzieren, weil man braucht ja mal Sprühgrundierung, Farben oder mal die ein oder andere Einheit, die man sich damals holen wollte. Ja, also ich habe wesentlich mehr Kram rausgeschmissen, als ich mir dafür gekauft habe. Und sehr oft war es so, dass ich halt auch dann mal einfach meine Frau zum Essen eingeladen habe. Ich habe gesagt, hier, ich habe wieder einen Karton verkauft mit jede Menge Warhammer-Kram. Mit diesen 100 Euro lade ich dich jetzt mal ins Kino ein oder mal zum Essen. Ja? Und das kann helfen. Dieser Fokus, diese Möglichkeit biete ich jedem Hobby-Schmetterling. Natürlich ist es wichtig zu erwähnen, dass das nicht immer klappt. Dass man mal einknickt und dass jetzt gerade mit The Old World und egal was da auf uns zukommt, dass vielleicht der ein oder andere einknickt und dann sagt, oh, nee, ich möchte doch vielleicht meine 5, 6, 7, 8 Hobbys irgendwie weitermachen. Nee, ich kann es nicht. Und dann ist das halt so. Aber wenigstens kann ich sagen, Hobby-Schmetterling, du hast es zumindest versucht. Und es ist ein guter Weg. Man fühlt sich besser, wenn das Zeug weg ist. Ja, es hinterlässt eine gewisse Leere. Erstmal im Regal und dann vielleicht das schlechte Gewissen. So, oh nein, jetzt habe ich es verkauft oder ich habe es verschenkt oder getauscht. Oder, oh. Nein, man hat sich in dem Sinne von etwas befreit, was man seit 10 Jahren im Besitz hat, nie oft angeschaut hat und jetzt einfach zu Geld gemacht hat oder jetzt einfach getauscht hat und man dafür Platz im Regal hat und für sich oder für die Frau einfach eine Möglichkeit gefunden hat, so, jetzt habe ich wieder ein Stück mehr Platz. Und das, finde ich, ist ein schöner Gedanke, wenn ich mir das so überlege. Ja, also mir zum Beispiel ging es unglaublich gut. Nachdem ich gefühlte, auch bestimmt im Laufe der letzten Jahre habe ich bestimmt 20 Kartons verschickt, versendet. Ja, und wenn man sich überlegt, im Laufe von 3 oder 4, 5 Jahren sogar, im Laufe von 5 Jahren 100 Euro oder 120 Euro waren es, glaube ich, damals zumindest. Da kommt ein bisschen was zusammen. Ja? Und ich habe jetzt gerade in den letzten Jahren habe ich immer wieder mal so ein bisschen was gesammelt. Ich habe ein bisschen Hobbykram wirklich für ein Apfel und ein Ei verkauft. Ja, also, was ich nur mal damit mir da immer eine Vorstellung habt. Nehmen wir mal an, wir nehmen diese Freischärlerbox. Ja, die 30 Euro gekostet hat im Laden und ich habe manchmal Figuren, Zinnmodelle verkauft für ein Drittel, ja, aber sich für 10 Euro oder so. Und das ist im Lauf der letzten Jahre und da kam jetzt, ich habe ein Briefkuvert und da steht The Old World drauf. Und in diesem Briefkuvert ist jetzt das Geld drin von dieser Sammlung, wo ich für The Old World ausgeben kann, möchte.
Mit einem Großteil des Geldes habe ich meine Frau zum Essen eingeladen oder ins Kino oder wir haben uns einen kleinen Kurzurlaub gegönnt in einem der Hotels oder haben einen Wellnessurlaub gemacht. Also das sind so die Dinge, die über den Tellerrand hinausgehen. Ja, weil wir sind alle in diesem Hobby drin und wir alle haben Familie, wir alle haben Freunde, wir alle haben diese Figuren und haben ein Umfeld. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, es sind nur Figuren. Ja, wir lieben diese kleinen Dinger. Wir lieben diese kleinen Bits und die Möglichkeit, sie zu bauen, sie zu bemalen, damit spielen und in dieses Universum einzutauchen. Oder in das nächste oder das andere oder dies oder das. Oder das. Aber wenn ich es genau nehme, sind und bleiben es nur Figuren. Und was ich jetzt zum Schluss dieses Podcastes eigentlich noch zu euch sagen möchte, ist, liebe Hobbyschmetterlinge, seid euch immer dessen bewusst, dass es viel wichtiger ist, mit den Menschen zusammen zu sein, die man liebt, die man in seiner Nähe haben möchte, oder den besten Kumpel, mit dem man abends mal ein Bier trinken geht oder mit einer guten Freundin einfach mal eine Runde plaudert, eine Runde Karten spielt. Es muss dabei auch gar nicht um das Hobby gehen. Ja. Wichtig ist das Leben. Und wenn wir dieses Hobby als ein Teil des Lebens betrachten und dann ein Hobby-Schmetterling sind, der von einem Spielsystem zum anderen Spielsystem fliegt und nie wirklich was auf die Kette kriegt und sich nicht auf eine Sache konzentrieren kann, dann hat ein Hobby-Schmetterling meiner persönlichen Meinung und Einstellung eine Schwierigkeit, im Leben so ein bisschen Fuß zu fassen oder sich zu fokussieren auf eine Sache. Ich will, um Gottes Willen, ich will niemandem eine Vorschrift machen. Das möchte ich gleich vorweg sagen. Der Balduin würde niemals irgendjemandem von euch irgendwie sagen, ha, das ist der ideale Weg, so geht's und alles andere, was der Rest macht, ist schlecht. Nein, nein, nein. Nein, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Und ich weiß, dass jetzt der ein oder andere bis zum Schmunzeln ist, weil ihr kennt ja euren ollen Balduin. Ja, manche von euch haben mich ja als Knopf im Ohr oder gucken mich hier auf eurem großen Fernseher. Aber was ich am guten Ende jetzt sagen möchte, ist, liebe Hobbyschmetterlinge, versucht euch zu fokussieren und ihr werdet wesentlich mehr Erfüllung in eurem Leben als auch im Hobby haben. Und als für mich persönlich als Beweis, ich kenne viele Hobbyleute da draußen, viele mittlerweile gestandene Papas und Mamas, die ihr Leben voll im Griff haben und die vor allen Dingen 1, 2, 3 oder maximal 4 verschiedene Hobbybereiche haben, die sich einfach auf einzelne Sachen eingeschossen haben. Und das ist mein liebgemeinter Rat, mein bester Rat, den ich euch geben kann, liebe Hobbyschmetterlinge. Versucht es, probiert es mal. Und ihr werdet sehen, dass selbst für euch, die ihr manchmal verzweifelt vor eurem Berg der Schande steht, dass euch dieser Berg der Schande der wird irgendwann verschwinden und ihr werdet euch freuen, dass ihr bemalte Figuren in euren Vitrinen oder Regalen habt. So, jetzt habe ich mal mit den Hobby-Schmetterlingen von euch abgerechnet oder euch zumindest einen guten Rat oder mehrere gute Räte gegeben. Ja, wie ist es bei euch? Wer von euch ist ein Hobby-Schmetterling? Konnte ich euch mit diesem Podcast erreichen? Habt ihr Dutzende von Systemen, die ihr angefangen habt? Und konnte mein Podcast euch so ein bisschen
inspirieren? Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Ich hoffe natürlich, dass ich keinem von euch jetzt auf die Füße getreten bin. Das liegt mir fern. Aber ich glaube, mittlerweile müsstet ihr mich eigentlich schon gut kennen und wissen, dass der Balduin das auch nie so meint. Also mich würde wirklich interessieren, wer von euch hier draußen ein Hobby-Schmetterling ist. Und wir können ruhig ein Outing machen. Ja, also ich selbst war früher auch einer. Also ansatzweise, weil ich habe einfach alles gehabt. Aber im Großen und Ganzen habe ich es immer geschafft, mich doch dann wirklich auf die alte Welt zu fokussieren. Ich bin auf eure Meinung gespannt, auf eure Antworten oder so. Ja? Also, hier beste Grüße vom Hüter der alten Welt.